Hallo Leute, hier ist Aulisha und herzlich willkommen zum sechsten Tag der Silverglade Weihnachtsfest. Wir gucken heute, was wir so für den Ratsmann tun können. Ich bin wieder ein wenig hinterher mit dem Aufnehmen, aber das ist ja nicht allzu schlimm. Wir werden wahrscheinlich diese Woche auch wieder nur eine gewisse Anzahl an Tagen hier beim Ratsmann machen können. Und ich kann das also bestimmt in Ruhe nachholen. So, Herr Ratsmann. Manche Dorfbewohner finden, dass wir auch weiße Kugeln am Baum haben sollten. Vielleicht können wir ja noch ein paar dazuhängen. Sprich mit Steve. Er hatte ja immerhin die roten und die weißen Kugeln letztes Jahr. Ja, die weißen Kugeln hängen doch eigentlich an der Windmühle, oder vertue ich mich da? Wir gucken einfach mal. Ich konnte auch leider noch nicht in Epona weitermachen. Das tut mir sehr leid, aber ja, ich hatte dafür einfach noch keine Zeit. So, an Steve vorbei. Ui, die weißen Kugeln. Die habe ich Will im Tausch gegen die roten Kugeln gegeben, die er bei der Windmühle hatte. Ja, habe ich mir gedacht. Wir können Wills Kugeln nicht nochmal tauschen. Aber weißt du was? Ich habe ein paar silberne Kugeln. Ist ja fast wie weiß. Nimm sie und häng sie in den Baum. Niemand wird den Unterschied merken. Silber ist ja auch sehr schön. Häng sie auf und sprich dann mit dem Ratsmann. Okay, machen wir. Silber ist sowieso schick, oder? Also ich mochte es damals, wenn meine Eltern den Tannenbaum immer mit silbernen Kugeln geschmückt haben. Rot finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. Aber damals zu meiner Zeit, sag ich mal so, wo ich noch klein war, so 6, 7, da war so Gold und Silber am Tannenbaum total in, sag ich mal. Weiße Kugeln haben wir, glaube ich, noch nie an den Baum gehangen. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wenn ihr wollt, wie euer Weihnachtsbaum mal ausschaut. Hängt ihr da auch Zuckerstangen dran und Christbaumkugeln oder hängt ihr da Holzfiguren auf oder ja, was hängt ihr da auf? Es gibt ja auch ganz verrückte Figuren und so weiter, so Frösche und sowas, in die man sich dann auch in den Tannenbaum hängen kann. Würde mich mal interessieren, wie euer Tannenbaum aussieht, weil ganz viele haben mir letztens geschrieben, was sie denn alles zu Weihnachten essen. Da war alles bei von Ente und Hase und Rind und Raclette und Auflauf bis zum Fisch und ihr habt es auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe richtig Appetit bekommen, als ich eure Kommentare gelesen habe. Und ja, wie sieht euer Weihnachtsbaum aus? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Und hallo ihr Lieben, sorry, ich bin gerade mitten in einer Aufnahme. So, einmal hallo. Herr Ratsmann, die Bewohner wollten weiße Kugeln, aber Silber ist ja noch luxuriöser. Das passt schon. Jetzt warte ich auf Kani, der sich die grünen Kugeln geliehen hatte. Aber dazu kommen wir an einem anderen Tag. Yay! Okay. Hier könnte vielleicht noch was hin, ne? So in die Mitte? Du wirst jetzt ein wenig zu tun haben. Nimm all diese Lichterketten und dekoriere die Stelle in der Umgebung. Es sind 4 Lichterketten für jeden Stall. Damit sollst du die Stelle bei Steve, beim Pferdesportcenter, in Velde, Fearglove und Moorland dekorieren. Eieieiei, wir kriegen dafür zwar einen Weihnachtswunsch, aber das ist ja wirklich mal eine, ja, lange Aufgabe, sag ich mal. Die kostet ja ganz schön viel Zeit. So, erster Halt, also Steve. Ach, was sollen die innen drin dekorieren? Ey. Ja, ich weiß ja nicht. Naja. Ja, es macht das Ganze ein wenig weihnachtlicher, das stimmt schon. Oh, welches schöne Pferd steht denn da? Eine Shyla Moonblaze. Also das Pferd heißt Moonblaze und Shyla heißt Mystery Hand, ne? So. Okay, ich würde einfach mal sagen, ihr kriegt jetzt ein wenig schöne Musik zu hören. Ich hänge die mal auf und dann gucken wir, was wir noch so tun können. So, wäre ich auch fertig, da hat auch gerade eine Spielerin dieselbe Quest gemacht, wie ich noch. So, Herr
Herr Ratsmann, jetzt sind die Ställe der Umgebung dekoriert. Sehr gut gemacht. Yay, ein Weihnachtswunsch. Während du unterwegs warst, sind die Weihnachtsfackeln gekommen. Wir werden sie hier anzünden. Traditionell werden sie bei allen drei Eingängen aufgestellt und auf den Pfeilern bei den Treppen. Bitte platziere sie an den verschiedenen Stellen im Dorf. Okay, machen wir. So, Herr Ratsmann, auch gemacht? Ist es nicht schön geworden mit den Fackeln? Sie vermitteln so ein Gefühl von Wärme. Okay, beim Ratsmann können wir jetzt gerade nichts mehr machen. Ich guck mal kurz, welche täglichen Weihnachtsquests wir machen könnten. Es ist immer hier. Würstchen machen wir da bei der netten alten Dame. Babysitten an der Goldspurfarm. Und sammelt die Wunschzettel der Kinder ein in Jalaheim vom Weihnachtsmann. Okay, die Aufgabe haben wir noch nicht gemacht. Dann würde ich sagen, dann mache ich auf dem Weg zum Weihnachtsmann noch eben die Quest bei der netten alten Dame und an der Goldspurfarm. Und danach sehen wir uns beim Weihnachtsmann wieder. Ich bin mal ganz gespannt und bis gleich. So, ich bin jetzt beim Weihnachtsmann angekommen. Ich möchte auch eine ganz kurze Sache erwähnen. Mein Outfit, das habe ich letztes Jahr bekommen. Also das Oberteil, die Schuhe und die Schabracke sind vom letzten Jahr Weihnachten. Den habe ich, oder die Sachen habe ich alle aus dem Sack bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr wieder mit dabei sind. Letztes Mal hatten mich nämlich total viele gefragt, woher hast du dein Outfit? Und ja, falls jemand von euch dieses Jahr mal was davon schon bekommen hat, könnt ihr mir das ja unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind da manche erleichtert und sagen, oh gut, dann habe ich eine Chance, die Sachen zu bekommen. Und wir gucken mal, was wir jetzt für den Weihnachtsmann machen können. Ho, ho, ho! Es gibt noch mehr Kinder mit Wunschzetteln, doch sie haben keine Briefmarken. Kannst du die Wunschzettel einsammeln? Auf deiner Karte siehst du, wo du die Zettel einsammeln kannst. Ho, ho, ho. Okay, ja. Hallo, ich bin mitten in der Aufnahme. Tut mir leid, Michelle. So, gucken wir mal, bei welchen Kindern wir das alles einsammeln können. Ich habe die Quest selber noch nicht gemacht. Vielleicht habt ihr die schon gemacht, aber ich habe die irgendwie ja, verpasst, sag ich mal. Okay, das ist jetzt wirklich kein Kind mehr, der Notar, aber gut. Dann, rechts? Habe ich da gerade was verpasst? Hm. Ach nee, da. Die sehen mir aber auch nicht nach Kindern aus. Naja gut, dann sammeln wir einfach mal weiter. So, Herr Weihnachtsmann, haben wir gemacht. Danke, Lucia. Jetzt gehe ich mal diese Wunschlisten durch. Dann wollen wir mal sehen. Eine Puppe, ein Auto, Kaugummi und Frieden auf Erden. Wie schön, oder? Ho, ho, ho. Okay, gut. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt ein paar Fragmente. Ich habe 11 Fragmente und 4 Weihnachtswünsche. Ich tausche dann mal eben die Fragmente um für Wünsche. Der Weihnachtssack backt jetzt schon rum. Sehr schön. Das müssen die unbedingt mal fixen hier. Mann, Mann, Mann. Okay, ich habe jetzt 6, 7 Weihnachtswünsche. So, ein Sattel, einmal Handschuhe, ein Sattel, ein Oberteil. Wir müssen wieder zum Shop. Okay. Moment. Ups. Okay. Silversong hatte noch sehr viel Fahrt. So. Dann eine Kappe, ein Oberteil. Und ein Rock. Okay, gucken wir uns mal die Sachen an.
Ein Sattel, ein Weihnachtssattel mit Stärke plus 2, Geschwindigkeit plus 1 und Agilität plus 1. Ihr würdet 527 Jorvik-Schillinge für diesen Sattel erhalten. Den habe ich auch auf Alicia Greenpole, aus meinem zweiten Account. Dann haben wir grüne Fäustlinge mit Befehl und Pflege plus 1. Die habe ich hier schon auf dem Account. Eine blaue Weihnachtsbluse, die habe ich auch schon zweimal, mein Gott. Dann ein grünen City Rock mit Reiten und Pflege plus 1. Wir würden nur 30 Jorvik-Schillinge erhalten, wenn wir den verkaufen würden. Das ist sehr mau, aber okay. Dann nochmal der Weihnachtssattel. Ah, dies neu. Grüne Junior-Kappe mit Springen und Befehl plus 1. Wir würden 70 Jorvik-Schillinge dafür erhalten. Ja, gut. Und nochmal das blau-weiße Weihnachtsblusen-Oberteil. Mensch, also hier so ein paar Sachen, die habe ich schon extrem oft. Das ist... ärgerlich. Finde ich irgendwie doof. Irgendwie möchte ich gerne auch andere Sachen haben. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei den Weihnachtsfest. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Licia. So, herzlich willkommen auf der Endcard. Hier lese ich noch ein paar Grüße vor. Die Grüßeliste ist immer noch voll, seit Mai nämlich. Und heute grüße ich von der Stephanie Starstone. Die grüßt nämlich YouTube, Lina Sunfeed, Fabiana Disco Hurricane, Melissa Goldforce und mich. Danke dir, Stephanie. Die Sarah Sweetstreet grüßt die Great Sunrise Family und bedankt sich bei all ihren Freunden für alles. Da würde mich ja interessieren, für was alles, aber okay. Die Jane Seapaw grüßt ganz lieb ihre BBY, die Ada Graysmith. Was ist denn eine BBY? Wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Und sie grüßt noch die Jupiter Werewolves. Ansonsten grüßt die Riley Longbourn, noch die Joker Family, Melanie Starbart und Emily Sharp Valley. Tanya Lowdaughter grüßt Ashley Zebrahome und Nancy B. Paul grüßt die Airwinners. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin, eure Licia.